habe ein eigenes, mein eigenes Lied aufgenommen. Lach- und Sachgeschichten. Heute mit Andreas als ambitionierter Augenarzt. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Masel auf hoher See. Das große Comeback von Ungespielt. Hallo. Und mir, Masel. Ich hab euch lieb. Ich habe ein eigenes, mein eigenes Lied aufgenommen. Ελάτε να χορέψετε σιρτάκι. Σήμερα με τον Andreas που δεν μιλάει ελληνικά. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Marzel στην θάλασσα. Το μεγάλο comeback από τον Ungespielt. Hallo. Και εμένα, τον Marzel. Ich hab euch lieb. Das war scheiße. Hallöchen und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Masel hier, ja, nicht zu Hause. Wir haben uns mal eine kurze Auszeit genommen und sind jetzt hier im schönen Holland, ja, auf einem Boot. Wir haben uns eine Yacht gemietet und schippern hier gerade durch Holland, das ist so genial, das ist so geil. Ich dachte mir, komm, dann nimmst du den Scheiß mal von hier aus auf, mal ein bisschen entfliehen aus den eigenen vier Wänden. Wir haben wieder ein paar Themen, ich habe mir ein bisschen was überlegt und ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier gerade auf dem Boot, wir fahren durch Holland. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, wir sind jetzt seit gestern hier drauf und es ist einfach ultra fett. Da vorne kommt ein Boot. Ich habe irgendwie Angst, weil mein geschätzter Kollege Jona steuert gerade das Boot und ich habe ein bisschen wenig Vertrauen. Ja, er lenkt auch gerade ein bisschen nach links, weil da, ja. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir nicht sterben und ich mache jetzt mal weiter. Ich hatte ja die Nasen-OP. Ich habe da ja schon öfter drüber gesprochen. Wenn man mich schon länger verfolgt, merkt man, dass ich quasi immer die Nase zu habe und immer versuche, so zwischendurch mal zu schnufen. Ich merke das gar nicht. Das ist schon intuitiv gewesen. Und ich habe mich dazu entschlossen, okay, machst du eine Laseroperation und das ist alles sehr gut verlaufen. Es hat sehr gestunken während der Operation. Lag aber hauptsächlich daran, dass, ich glaube, Fleisch weggebrannt wurde oder so eine Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Jedenfalls hat sich bisher noch nichts geändert. Ich habe genauso eine zu Nase wie vorher. Also, ja, hat sich echt gelohnt, die Schmerzen und das Gesiffe danach. Fuck, ist das kalt! Ist nicht kalt, jetzt stell ich nicht so an. Wohnungssuche. Ihr fragt euch sicherlich gespannt jetzt gerade und denkt so, wow, Alter, geil. Der hat ja bestimmt schon eine Wohnung gefunden seit dem letzten Mal. Ja, theoretisch ja, haben wir. Der Witz ist nur, ich kriege wenig bis keine Rückmeldung. Die letzte Rückmeldung war, ja, die Vermieterin hat auf ihren YouTube-Kanal geguckt und die glaubt nicht, dass man damit Geld verdienen kann. Ist ja nicht so, als hätte ich vorher schon 1000 Einkommensnachweise geschickt. Ist einfach zum Kotzen. Ist einfach, ich möchte mich jetzt nicht noch 10 Stunden drüber auskotzen. Das habe ich schon lange genug gemacht. Aber es ist wirklich, wer hat sich, warum? Was soll das? Aber ich habe neben dieser tollen Info auch noch eine schöne Ankündigung. Und zwar werdet ihr demnächst etwas ganz Tolles. Ich gucke gerade dahin, weil wir da in Richtung Schleuse fahren. Oder was ist das? Eine Brücke und da sind zwei, ich weiß nicht, fährt Jona immer noch? Ja. Um Gottes Willen. Eine tolle Neuigkeit und zwar werdet ihr ab Donnerstag, dem, was ist das? Ist das der 27.? Der 27.04., ne? Kommt nämlich auf Twitch eine Show, die Fischshow. Und zwar ist das Ganze basierend auf einer Idee von ProSieben Games. Also wir sind sponsored bei ProSieben Games. Wir sind, ja, wir sind nicht sponsored. Wie nennt man das? Das ist ja, das ist eine Show von ProSieben Games, wo wir mitwirken im Endeffekt. Und ja, ich sage absichtlich wir, denn ich, ja, bin daran beteiligt. Du bist ja ein riesiger VR-Fan, habe ich gehört. Ganz groß, ganz groß. Es soll demnächst von PlayStation die PSVR ohne Brille rauskommen. Es ist unfassbar. Unfassbar, aber da, oder? Die ganze Zeit drauf gewartet. Genau. Weil das war das, was das Problem war eigentlich. Ja. VR ist super fett, aber diese Brille, was soll das? Nervt, oder? Die nervt richtig einfach. Endlich ist es soweit. Bitteschön, da haben wir es. Ich bin ab jetzt der Außenreporter der Fischshow und tingle von A nach B. Ich war jetzt auf der PlayStation Experience in München. Da mache ich dann so kleine Videobeiträge, die dann in der Show laufen. Und ich habe es so arrangiert, dass, ja, falls ihr die Show verpassen solltet, ja, ihr solltet aber auf jeden Fall einschalten, dass ich das Ganze nochmal auf YouTube-Kanal hochladen kann. Ja, das heißt, ihr werdet jetzt wöchentlich mindestens ein Video sehen, neben Casual, das mich zeigt, wie ich durch die Welt reise, wie das hier zum Beispiel ist. Total super. Jetzt kommt die Brücke, ne? Ich bin auch aufgeregt. Oh Gott. Oh, normalerweise fahre ich über Brücken drüber, aber das ist... Echo! Echo! Halt dein dreckiges Maul!
Naja gut, das war nicht so spektakulär, wie ich dachte. Und da werdet ihr jetzt ab irgendeinem Tag, ich weiß nicht, wann ich das hochladen werde, eine neue Folge von diesem Masel on Tour. Ich weiß noch nicht, das hat glaube ich noch keinen Namen. Aber ihr könnt gespannt sein, das wird sehr lustig. Ist ein Vulkan ausgebrochen? Keine Ahnung, ich hab's aufgehört. Fuck, Alter, wo sind wir hier gelandet? Und wenn wir jetzt schon mal hier auf dem Boot sind, dachte ich mir, mache ich jetzt mal eine schnelle Roomtour. Eine ganz schöne Sache. Los! Ich muss quer halten, ne? Das ist jetzt... Das. Hallo, zeige ich euch das Boot. Das zeige ich euch jetzt. Das ist von der Sunschool. Komm einfach mit. Das ist die Treppe. Das dreht sich. Treppe. Raum. Wo man chillt. Kapitän Markus. Bist jetzt auch auf Tenendo. Das ist die Küche. Hier geht man runter so. Ist auch wieder eine Treppe. Raum 1 von Raum. Weiß nicht, 6 oder so. Raum 2. Auch schon leer. Läuft fahren. Raum 3. Hier hat der berühmte Tenfender. Alter, riecht man sogar noch. Marcel, man riecht dann nie. Klo. Mit Drückdingern. Ich weiß, warum ich nicht professionell Filmmacher bin. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, Dinge zu benennen. Noch ein Klo mit nochmal Drückdingern. Das hier ist die Dusche. Und da ist der Abfluss. Hier war noch ein Zimmer. Kommt man auch gut schlafen? Dann gehen wir wieder hoch. Das macht unglaublich viel Spaß. Dann kann man auf Deck gehen. Dann läuft man so. Ein Fahrrad. Am ersten Tag hat er geklappt. Haben wir uns ein neues geholt. Achso, dann geht man auch schon wieder zurück. Oh, und dann kann man noch hier runter. Und da war wieder Marcel Zimmer hinter. Und hier steht man vor Wasser. Das Wasser besteht aus Kacke. Ach mal, winke, winke. Ich hasse Film. Ich mach das nie wieder. Es folgt eine Zusammenfassung der Highlights aus den Videos des letzten Monats. Fertig! Feuer! Au! Hey Uke, musst du nicht dein Tamagotchi füttern? Wir müssen doch jetzt die Diskette ins Verteidigungsministerium bringen. Da sind sehr wichtige Daten drauf. Okay Uke, dann lass uns schnell zur Telefonzelle rennen. Stopp, aus! Ich hab die Rolle, ne? Hallo, ich bin Marcel, dies ist das Intro und willkommen bei Casual. Ob hier nun passt oder nicht, die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Ist Tom angezogen? Ja. Oh Gott. Also vermutlich. Oh, die Fragen bringen uns richtig weiter. Ja. Meine. Mann. Gut, leise ja. Tom lag in seinem Haus tot auf dem Boden. Er war verdurstet, obwohl es nicht an Wasser mangelte. Da würde ich auch direkt fragen, was auf der Kleidung anhat. Ich möchte Ihnen jetzt nicht reinreden, aber wenn Sie jetzt einmal falsch liegen, dann fallen Sie auf 1000, nee, auf 500 D-Mark, habe ich mich vertan, zurück. Und dann ist nur ein Butterstampfer drin. Und mit 1 Million Euro könnten Sie sich bestimmt schon 10 Butterstampfer kaufen. Das ist die ungeschminkte Wahrheit. Kein Make-up, nur meine neue Gesichtspflege. Neu von L'Oréal Paris. Skin Perfection. Ah, ja, ja, ja. Diesmal ohne. Das kann doch nicht wahr sein! Das Spiel ist komplett behindert, ey. Was ist denn das, ey? Wer denkt sich so was aus hier? Hör mal auf! Ich glaube, das denkst du hier gerade aus, muss ich sagen. Was? Nein! Willst du mich jetzt nur da... Nein! Um mich hier bloßzustellen vor die Kamera, hast du mich jetzt geholt? Hör mal, du kennst mich jetzt so lange... Ist das so lange... Gerne wieder... Das ist so ein Ebay-Ding. Ja. Alles top, gerne wieder. Die Standardbewertung. Alles top, gerne... Leider nur 4 Sterne. Aber Ware ist top. Mach doch nicht so einen Lärm, Mann! Ich reparier mal, halt mal, deck mal hier mich. Deck mal hier mich, was soll ich denn machen? Oh, sehr gut, das lockt den bestimmt nicht an. Alle Links zu den Videos in der Videobeschreibung, tschüss. Ja, das war's dann theoretisch auch schon wieder. Wie lange nehmen wir schon auf?
Oh, 6 Minuten ist ein bisschen kurz. Über was reden wir denn jetzt noch? Ja, wen es interessiert, wir fahren jetzt nach Leeuwarden-Harlingen, glaube ich. Wäre praktisch, wenn wir jetzt 2 Kameras hätten, dann hätte ich nämlich das filmen können. So, auf die Idee bin ich leider nicht gekommen. Doch kurz zum Abschluss wieder die üblichen Hinweise. Ihr könnt mich ja finanziell supporten auf tippi.com/nintendo. Und wenn ihr Bock drauf habt, kommt auch bald eine neue Leck-mich-Folge. Ich muss nur noch mal endlich ein Telefonat führen, dann wäre das eigentlich schon geritzt. Also seid gespannt. Ich hoffe, ich kriege das demnächst hin. Außerdem könnt ihr, ja, momentan laufen sehr schöne Let's Plays auf meinem Zweitkanal. Auch mal vorbeischauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mir jetzt hier noch einen schönen Tag machen. Kiss auf die Nuss und danke an Jesse Jessica, die gerade wahrscheinlich sich eine Grippe eingefangen hat, dadurch, dass sie die Kamera festhalten muss, weil sie so windig ist. Hallo, mir ist kalt. Oh, das ist so windig. Ich sehe nicht.